Ich war schon mal hier oben und dankenswerterweise durften wir auch dann die Connection kam über das Rockmuseum, über den Herbie und ich habe natürlich schöne Erinnerungen von früher noch, weil ich durfte am Olympiastadion noch spielen und das ist natürlich eine Riesenehre, dass wir hier drehen dürfen. Wir haben ja seit 2 Jahren jetzt hat den Namen Whale City und haben eine neue Band mit echt super Musikern. Wir sind zu dritt und es macht mega viel Spaß mit den Jungs und sind jetzt wirklich auf einem guten Weg. Das Video ist jetzt für unsere 2. Single und Album kommt dann auch noch dieses Jahr, also 2019. Also dieses Jahr wird viel passieren und wir wollen natürlich keine Fußballhits schreiben oder sowas, sondern wir haben schon eine Message und die wollen wir rüberbringen und das ist jetzt der 2. Song und wir sind schon mega gespannt dann auch aufs Album und wir haben eine kleine Tour jetzt im März. Wir spielen unter anderem im Miller in München. Da gibt es auch noch Tickets, also wer kommen will am 30.03. sehr gerne, würden wir uns freuen. Genau, also das ist das erste Step und dann im Sommer hoffentlich ein paar Festivals und dann starten wir. Also bei Daylight speziell ist es eine Beziehungsgeschichte, wo sich ein Pärchen ein bisschen aus den Augen verliert, beziehungsweise irgendwann merkt nach längerer Zeit, dass sie sich noch gerne mögen, aber nicht mehr eben als Paar zusammen sein wollen und sich dann leider trennen. Und das versuchen wir jetzt eben den ganzen Tag schon mit Bildern zusammenzufassen. Und es ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Jetzt im Abschluss hier im Olympiaturm, glaube ich, sind die perfekten Schlussszenen auch. Und grundsätzlich haben wir einfach eine super positive Einstellung zum ganzen Leben und sind super happy, dass wir Musik machen dürfen mit der Band. Und das ist, glaube ich, so der Kerngedanke von Whale City, den wir versuchen dann natürlich live und auch auf dem Album auszudrücken.